Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Pokémon Smaragd Edition. Ich war jetzt mal ein bisschen das Tropius trainieren auf diversen Routen und zum Beispiel, Moment, ich kann es ja mal eben zeigen. Hier unten zwischen Graphitport City und Faustauhafen, wo auch dieses Schiffswrack liegt. Ja, da ein paar Trainer besiegt. Moment, Zickzack hält mal wieder ein Item. Das nehmen wir uns gleich mal an. Superball ist in Ordnung. Und dann reden wir mal mit Maike. Oh, hey. Tok, du bist auch am Einkaufen? Ich habe eine Menge Puppen und Poster gekauft. Natürlich habe ich auch Pokémon gefangen und die ziehe ich geradezu vorbildlich auf. Ich habe eher Bedenken, dass du dich um deine Pokémon nicht richtig kümmerst. Ich werde gegen dich kämpfen. Dann sehe ich, ob du sie gut behandelst. Die Pokémon, die ich aufgezogen habe, sind mit Sicherheit unbesiegbar. Mit Sicherheit nicht. Oh, Tropius. Das ist ja mal ein gleicher Kampf hier. Und mein Tropius kann fliegen. Aber Iris kann Lockduff. Iris kann Lockduff. Hm. Guten Deutsch, Live. Guten Deutsch. Bam. Oh, yes. Und nochmal fliegen. Verdammt. Und ich schreck zurück. Komm, setz fliegen ein. Schreck nicht nochmal zurück. Wehe, du schreckst nochmal zurück. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Ha, das war nicht so dein bescheidenen Lockduff. Tschüss. Uhaha. Okay. Das war ein bisschen übertrieben. Pelipper wird eingesetzt. Nö, ich bleib bei Tropius. Da können wir mal Zauberblatt gegen einsetzen. Weißnebel. So, so. Da muss ich glatt mal einen Schluck trinken. Und nochmal Zauberblatt. Ja, Schutzschild. Fängt das wieder an. Darum hasse ich dieses Pokémon. Aber warum kann das überhaupt Schutzschild? Ich finde das total merkwürdig. Kann das irgendwie jedes Pokémon erlernen? Würde mich wundern. Ja, jetzt verletzt es sich auch noch selber. Vielen Dank auch. Und Flügelschlag ist auch noch effektiv. So ein Mist. Sehr gut. Leider haben wir im Moment nichts Effektiveres als Zauberblatt. Also als Dingensattacken. Pflanzenattacken gegen Pelipper. Weißnebel lässt nach. Okay. Ich werde, glaube ich, mal. Was bringt ein Elixier? Okay, das bringt nur AP. Carbon, Zink, Eisen, Donnerstein, Hyperheiler, la 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 la. Das bringt mir alles nichts. Setze ich Energiestaub ein? Ja, okay. Werde ich jetzt mal tun. Park. Komm, sei nicht mehr verwirrt. Ach, verdammt. Alter, war das knapp. Nicht mehr verwirrt. Okay, immerhin. Aber down kriegen wir es trotzdem nicht. Es sei denn, das wäre jetzt ein Volltreffer gewesen. Aber das war es leider nicht. Egal, Guardavior. Du regelst das. Okay, ein Pelikan hat also Adlerauge. Wirkt richtig, auf jeden Fall. Warum? Oh, Level 35. Sehr gut. Level 39. Auch sehr gut. Als nächstes wird Reptine eingesetzt. Nee, ich bleib bei Guardavior.
weil ich sowieso ja kein Pokémon mit einer Feuerattacke besitze. Wobei das eigentlich ziemlich praktisch wäre, aber Psychokinese regelt, wie man sieht. Als nächstes wird Schneckmark eingesetzt. Da werde ich doch mal Quarzsand Sumpex aussenden. Das wird dann 0, nichts tot sein, beziehungsweise besiegt. Sterben tun die ja nie bei Pokémon. Ich habe noch nie ein Pokémon sterben sehen. Nur tote Pokémon, so, weißt du, ein Lavandia und sowas da am Turm. Also wirklich sterben? Keine Ahnung, weiß gar nicht. Ich kann mich noch gut an unseren Kampf auf der Route 103 erinnern, Tok. Dieser Kampf hat dir enorm geholfen, stärker zu werden, oder? Nein, das war eigentlich mehr so das Training. Ich überlege, ob ich bald nach Wurzelheim zurückgehe. Ich habe eine anständige Gruppe von Pokémon gefangen und mein Pokédex sieht immer besser aus. Ich gehe nach Hause und zeige das meinem Papa. Tok, was wirst du machen? Alle Orden der Arenen sammeln und die Pokémon-Liga herausfordern? Nun, während du deine Orden sammelst, werde ich weiter an meinem Pokédex arbeiten. Ich werde ihn eher vollständig haben als du, wetten? Bis dann. Ich wette da, warum nicht? Nein. Ich schaff das sowieso nicht. Na? Ich bin ein Kunsthändler. Ich kaufe und verkaufe Kunstgegenstände, vorzugsweise Gemälde. Ich habe gehört, dass das hiesige Museum ständig erstklassige Werke ausstellt. Ah, das wollen wir uns doch mal angucken. Aber erst gleich. Ich gehe vorher vorsichtshalber meine Pokémon heilen. Man weiß ja nie, ob da vielleicht irgendwie so komische Typen, so zwielichtige Gestalten, oder nee, Zwielichte nennt sich das ja nicht, Zwielichtige. Ja, mein Deutsch lässt noch. Ho. Ja. Keine Ahnung. Ist schon wieder ganz spät. 7:15. Abends? Nein, nicht morgens. Schon wieder so spät. Ich glaube, das Sandmännchen, ist das schon zu Ende? Ich weiß es nicht. Ha, ich habe einfach nicht bezahlt, nur mal reingegangen. Ich bin so gut. Was ist hier denn? Pflanzen-Pokémon, die sich im Wind wiegen. Es scheint, als genießen sie das zarte Streicheln des Windes. Das Bildnis einer hübschen, lächelnden Frau mit einem Pokémon auf dem Schoß. Na? Dieses Pokémon sieht anbetungswürdig. Was? Dieses Pokémon ist anbetungswürdig. Entschuldigung. Genau wie unser kleiner Sohn. Na, kleiner Sohn? Diese Frau ist hübsch, genau wie meine Mama. Ist sie wirklich so hübsch? Dreh ich mal um. Ah, komm, die dreht sich nicht mal um. Na, du Künstler? Dieses Kunstmuseum. Hier bekommst du viele fantastische Gemälde zu sehen. Und die Kurator ist einfach wunderbar. Unter Künstlern wie mir ist dieses Museum einfach eine Inspiration. Das ist schön. Ich weiß nicht, warum ich ihn als Franzosen dastehen lasse, aber das war mir irgendwie so ein Bedürfnis. Die Kämpfe mit Pokémon machen schon Spaß, das gebe ich zu. Aber man darf darüber nicht seine Liebe zu den schönen Künsten vergessen. Echt nicht? Ah, was sind das hier für schöne Bilder? Eine merkwürdige Landschaft mit bizarren und fantastischen Details. Beeren, sie sehen äußerst delikat aus. Das Bild kann einen hungrig machen. Ja. Dies ist ein sehr altes Gemälde. Die Farbe blättert hier und da schon ab. Das ist ja traurig, die muss unbedingt restauriert werden. Dies ist ein sehr altes Gemälde. Die Farbe blättert hier und da schon ab. Konnten sie die sich dann nicht noch einen neuen Skript ausdenken, ey? Das sind bestimmt Anti-Suicune und das andere. Anti-Suicune und... Egal, ich komme gerade nicht drauf. Das Bild eines legendären Pokémon aus längst vergangener Zeit. Der Künstler hat dies aus der Vorstellung herausgemalt. Und Raikou, genau, Raikou hieß das andere. Raikou, Entei und Suicune. Ich bin der Kurator dieses Museums der schönen Künste. Es freut mich immer wieder, junge Menschen wie dich im Museum zu treffen. Hast du dir schon unsere Gemäldesammlung angesehen? Gesehen. Oh, ich glaube, du bist ein Pokémon-Trainer. Bist du auch an Gemälden interessiert? Klar, wenn sie mir einen schenken wollen. Ah, exzellent, du magst Gemälde.
Da möchte ich dir gerne etwas zeigen. Oh, cool. Dies ist unser besonderer Ausstellungsraum. Die Bilder sind alle weiß. Wie du gleich erkennen kannst, gibt es hier nicht ein einziges Gemälde. Ja, ist richtig. Ich möchte ja auch nicht einfach die Gemälde der sogenannten Klassiker ausstellen. Hier soll Kunst zu sehen sein, die weit von den Klassikern entfernt ist. Kunst ist doch nicht nur auf alte, berühmte Werke begrenzt. In diesem Ausstellungsraum will ich moderne und lebendige Kunst über Pokémon sehen, die bereit sind, in ein ruhmreiches Leben zu treten. Oh, entschuldige. Ich wollte dich nicht mit meinem Monologen langweilen. Nun, du bist jung und offensichtlich weit gereist. Du hast bestimmt schon viele Pokémon gesehen und Bilder, die sie darstellten. Wenn du ein solches Bild siehst, kannst du den Künstler bitte fragen, ob wir ein Werk ausstellen dürfen? Ja, klar. Ein Replikat einer berühmten Skulptur. Es zeigt ein antikes Vogel-Pokémon. Ich glaube, so antik ist das gar nicht. Das sieht mehr aus wie ein Taubos oder so. So in die Richtung. Da ist ein Pokéball. Was ist das hier? Eine große Steintafel, auf der Pokémon und eng gesetzte kleine Schriftzeichen einer alten, unverständlichen Sprache eingraviert sind. Die Inkognitos, würde ich sagen. Ein großer Pokéball aus schwarzem Stein gehauen. In früheren Zeiten wurde er zu Festlichkeiten ausgestellt. Und das ist wieder ein Replikat einer berühmten Skulptur. Sie zeigt ein Vogel-Pokémon aus längst vergangener Zeit. Ach, und hier ist das Einkaufszentrum. Sieh an. Haus des Attackenverlerners. Hier werden Pokémon-Attacken verlernt. Hätte ich niemals gedacht. Hey, du da, komm bloß nicht in die Nähe der Höhle in der Bucht. Warum nicht? Das geht dich nichts an. Ich bin ein Erwachsener, also gehorche. Nope. Also, im Grunde ist es so, ein Anzug passt zu mir wie die Brise zum Meer. Perfekt. Und bei dir? Eine Beere passt zu Tee. Warum ist das so? Yonago-Beere erhalten. Hey, cool. Also, im Grunde ist es so, weil du ein Trainer bist. Also, im Grunde ist es so, dass es so ist. Das ist seine Aussage zu allem. Und das ist gut so. Huch, was? Wie? Ich bin noch nicht ganz wach. Hier, das kannst du haben. Vielen Dank. Schlaf ist wichtig für die Gesundheit. Schlaf und erhole dich. Okay. Na du? Kennst du diese besonderen Höhlen in der Bucht? Das ist eine natürliche Formation, aber Team Aqua kam und hat das Aussehen verändert. Sie nennen sich selber naturliebendes Team Aqua. Aber was sie sagen und was sie tun, passt überhaupt nicht zusammen. Das ist ja schrecklich. Was geht hier eigentlich ab? Oh, so viel Wasser. Na? Hier, Weimar. Spring aus dem Wasser. Hä? Was willst du? Du störst uns beim Training. Also würde ich vorschlagen, du verschwindest. Okay. Ist in Ordnung. Okay, hier hinten geht nichts ab. Hey, ich habe eine Herzschuppe gefunden. Cool. Ich werde einfach mal an jedem Stein hier jetzt gucken. Hä? Da ist nichts. Hehehe. Heute haben wir noch mehr Beute in unser Versteck gebracht. Wer bist du denn? Ich habe mit mir selbst gesprochen. Okay. Ich bin nur ein Rüpel. Ich weiß nicht, was unser Boss so vorhat. Aber als Mitglied von Team Aqua habe ich die Möglichkeit, große Dinge zu tun. Wer bist du denn? Habe nur mit mir selber gesprochen. Ja, ist klar. Ihr könnt mich nicht belügen. Verdammtes Team Aqua. Wo komme ich zu diesen Höhlen? Und wer ist Nelson? Was? Das war gerade hart random.
musste aber mal gesagt werden oder gefragt werden. Das ist auch ein Zitat aus Die Simpsons, eine Serie, die ich schon seit, keine Ahnung, ich glaube, 7 Jahren Hardcore verfolge. Wo ich auch, glaube ich, fast jede Folge bis Folge 400 kenne. Oder jede Folge bis 400 und danach auch fast jede Folge. Hä, wo sind denn hier noch andere Höhlen? Das verstehe ich nicht. Naja, muss ich glaube ich auch nicht, oder? Los, Tropius! Du bist entkommen. Sehr gut. Kann man da weiter? Da muss man gegen die kämpfen. Ach komm schon. Was soll denn das immer? Komm, dann kill ich dich eben schnell mit Rasierblatt. Tschüss, es geht schneller, als wenn ich jetzt die Flucht ergreife. Ach, hier ist die Höhle. Okay. Ja, da würde ich mal sagen... Nee, ich beende den Part hier nicht. Ich nehme einfach 2 Parts auf.